Willkommen zurück zu Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars. Neue Welt, neues Glück, die Wirbelwüste. Mal gucken, was hier für Elemente auf uns warten. Aha. What is this? Ach du Scheiße. Kletterplattformen, quasi Leitern, die wir erschaffen können? Wie Fließbänder funktionieren? What? Das kann ziemlich komplex werden. Ja. Oh, der Hintergrund sieht nice aus mit so einem Knochentrocken. Skelett und... Was war das? Eine Sphinx als Shy Guy? Richtig, richtig super. I like it. Und gut, die Shy Guy Sphinx sehen wir jetzt nicht. Puh, das kann kompliziert werden. Wenn ich das jetzt hier entfernen würde, würde der runtergehen, aber dann würde er auch in die Stacheln laufen. Insofern, das wollen wir ja nicht. Das wollen wir ja nicht. Aber ich könnte den zum Beispiel runterschicken. Ich könnte so machen, den könnte ich jetzt hier drehen lassen. Dann würde der hier runtergehen. Und sich dann halt diese Münze holen. Das ist halt... Auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dann würden wir den in Gang setzen. Dann würden die hier irgendwann runterkrabbeln. Dann wären die beiden schon mal zu... Ja, die würden dann zu dem kommen und wären dann zu dritt. Dann ist das Trio wieder aufgebaut quasi. Dann würde ich die hier drehen lassen. Und dann würde ich die wahrscheinlich hier hochschicken, dann würde ich die hier hochschicken, würde ich sie hier drehen lassen. Aber wie kommt man hier hin? Das geht ja nur von hier, sehe ich gerade. Du kommst hier nur hoch. Du kommst hier nur hoch, wenn du hier eine Verbindung erstellst. Wie fies ist das denn? Das heißt, der muss erstmal hier alles einsnacken. Und wie mache ich das am schnellsten? Ich denke so. Das bedeutet, ich muss erstmal den ganzen Scheiß hier wegmachen. Der geht hier hoch. Er fällt hier runter. Dreht. Nimmt alles mit. Alles mit, was er finden kann. Dann wird er wieder hier runtergehen. Das ist safe. Da muss ich natürlich den Scheiß hier wegmachen. Dann wird er hier drehen und dann muss ich hier auf jeden Fall vor unten nach oben eine Verbindung erstellen. Dann wird er zu dem kommen. Er wird den aktivieren. Das wird dazu führen, dass der runtergeht. Der wird dann hier hingeleitet. Also ich sehe noch ein anderes Problem. Oh mein Gott. Seht ihr das auch? Hä? Was ist das denn für eine Welt? Die müssen ja von hier aus quasi hochkommen. Und diese Münze zu bekommen ist einfach nur abnormal krass schwer. Weil ich muss den tatsächlich jetzt hier sogar hochschicken. Den hier. Sonst kriege ich die Münze nicht. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich probiere das jetzt mal so. So, jetzt schicke ich den los. Anders kriege ich die Münze leider nicht. Auch ein neuer Track. Hab ich so noch nicht gehört. Ein Track. Ja, den lasse ich jetzt hier drehen, mach das hier weg. Dann soll der hier die Ehrenrunde nehmen. Soll der hier hochgehen. Und die Freunde, die gehen dann hier hoch. Ach, es geht gar nicht. Aber jetzt müsste es gehen, ja. Ist das die Lösung? Wenn ja, Daumen hoch dafür. Ja, es ist die Lösung. Das war ein ziemlich komplizierter erster Level. Was? Der geht jetzt in diese verfickte Drecksrichtung, du elender Hurensohn. Das ist ja sau schwer. Ich weiß immer noch nicht, wie es geht. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es nicht geschafft. Keine Ahnung, Mann. Wenn ich den jetzt hier drehen lasse, dann könnte ich den hochschicken. Dann würde der immerhin das schon mal einsammeln. Ich mache es jetzt mal so. Der kann auch hier schon mal hoch, meinetwegen. Ach, Kinders. Was ist denn das? Wir gehen? Ich weiß wirklich nicht, wie es geht. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich kann's nicht. Das ist echt ein Level, den ich nicht verstehe. Wir könnten das so machen. Nee, dann geht der ja schon wieder da lang. Der muss erstmal den hier aktivieren, dann kann er hier runter. Jetzt müsste es gehen. Die drehen jetzt. Der kann auch schon mal hoch. Wie wär's denn, wenn ich das jetzt hier gleich hochziehe? Kann der Müll weg? Ach so. Dann habe ich ja schon mal die ganzen Münzen. Immerhin.
Der Müll weg. Ja. Jetzt müssen wir es nur zu. Wir müssen jetzt zusehen, dass die ganzen Marios das Ziel erreichen. Das tun sie so, oder? Oder etwa nicht? Oder etwa nicht? Schon wieder einen Fehler gemacht? Ich denke nicht. Jetzt muss es passen. Doch gar nicht so heftig schwer. Man muss erstmal mit der neuen Mechanik vertraut werden, aber für den ersten Level war es dann doch ganz schön anspruchsvoll. Ja, nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Man musste die doch alle gleichzeitig quasi aktivieren. Oh, das ist... Boah, das ist schon decent. Nicht gerade easy. Wüstenwelten sind da eigentlich auch tricky. Wenn man sich jetzt zum Beispiel an Super Mario 64 erinnert, die Wüste, die war auch nicht einfach. Die war sogar ziemlich schwer. War eine der schwierigsten Welten überhaupt, wie ich finde. Nur natürlich in den 2D-Jump-Runs, da sind die Wüsten eigentlich immer relativ easy. Oh, Pauline ist mal da. Da haben wir noch mehr Leiterfragmente, die wir einsnacken können. Wir haben einen Schalter, wie einen Zwei-Schalter sogar. Macht's noch komplizierter, gerne, liebe Entwickler. Macht's noch komplizierter. Die Schalter sind nicht gedrückt, das heißt, diese Plattform darf ich nicht wegmachen, weil ich dann den Stachel nenne. Oder ich schicke dir halt diese Pauline los. Die wird hier runterfallen. Wird in diese Richtung gehen, wird hier drehen und wird hier in eine Sackgasse kommen. Wie komme ich überhaupt zu den Schalter hin? Kommt man da überhaupt hin? Ich könnte mit der Pauline, glaube ich, so hoch. Die würde sich die Leiterfragmente gönnen. Würde hier runterfallen. Würde hier weitergehen. Geht hier weiter, geht hier weiter. Fällt hier runter, dreht. Und fällt in die Stacheln, weil der gelbe Schalter nicht aktiviert wurde. Könnte den Scheiß aber wegmachen. Könnte den Scheiß hierhin machen. Dann würde sie den gelben Schalter aktivieren können. Dann schafft sie es. Dann könnte ich wahrscheinlich hier eine Verbindung schaffen. Ich weiß nicht, wie viele Teile das wirklich sind. Das weiß ich nicht. Kann den Scheiß aber auch erstmal wegmachen. Ich glaube, dann geht das schon. Ja, tatsächlich. Das bedeutet, dass die hier hinkommt, dreht. Der gelbe Schalter ist ja dann aktiviert. Das heißt, es würde dazu führen, dass der rote auch aktiviert wird. Dann hätte sie die Möglichkeit, hier hochzugehen, hier zu drehen und die Münze einzustecken. Dann würde sie hier runterfallen. Könnte ich das hier wegmachen? Der gelbe Schalter ist ja da aktiviert. Aber sie müsste hier hoch. Sie müsste hier hoch. Hier gibt es da noch eine Coin. Wie komme ich da an die Coin, sag mal? Wie soll das denn wieder gehen? Nehme ich die eine Ehrenrunde drehen lasse? Dann kann ich es auch am Anfang schon eine Ehrenrunde drehen lassen. Dann würde die hier hochgehen. Das würde doch bestimmt gehen, oder? Ehrenrunde, hier hoch. Geht nicht. Geht nicht, you say. Ah, ich kann den Scheiß wegmachen. Okay, dann geht's doch. Alles klar. Dann könnte ich eigentlich die anderen auch aktivieren, weil da passiert ja dann nichts. Ich glaube, so geht's. Wollen wir gucken mal, ob das so funktioniert. Alright. Aha, aha. Aktivieren wir die. Und sie kommt nicht zur Münze. Ich habe einen Fehler gemacht. Der Schalter ist doch noch nicht gedrückt, du Vollidiot. Das muss ich erst ganz am Ende machen, liebe Freunde. Dann kann ich die losschicken und die können dann die Münze holen. Die würden dann hier gegenkrachen. Indem ich das wahrscheinlich hier verbinde. Dann würden sie hier drehen. Oder ich mache das so, dann fallen sie hier runter, drehen. Und dann sind sie mit Pauline gleich auf. Diese Pauline muss das alles alleine machen. Das ist das Heftige daran. Also nochmal. Machen wir das so. Die wird direkt hier hochkommen, wird den Scheiß da einsnacken. Dann fällt sie hier hin, aktiviert den gelben Schalter, fährt hier hoch. Windows wird hochgefahren. Oder Pauline wird hochgefahren, eher gesagt. Dann fällt sie hier runter. Whee, Geronimo! Landet bei den Coins, dreht eine Runde. Und kommt zum roten Schalter. Dann, ja, ich glaube, wir machen das jetzt mal so. Alright. Zack, fällt hier runter. Erstmal den Mist hier entfernen. Brauchen wir nicht mehr. Hoch geht's.
Nice. Und dann brauchen wir hier le Leiter. 8 Teile. Hammer. Sehr schön. Dann kann sie eben halt diese Coin bekommen. Und jetzt wird's halt interessant, weil jetzt geht sie halt schon in diese Richtung. Das heißt, wir können die auch schon losschicken. Die holen dann die Münze. Drehen hier dank des Schalters. Und wir geraten in ein Problem, weil wir irgendwie... Ah, die muss hier runter, ne? Ja. Das Problem ist, wir müssen den roten, glaube ich, auch nochmal drücken, oder nicht? Nee, nee, doch nicht. Können die dann wieder hier hochschicken. Okay, ist alles klar, alles klar. Die drehen. Die wird hier hochgetragen von der Leiter. So. Die sind jetzt erstmal hier gefangen. Perfekt. Die ganzen Platten sammle ich jetzt ein. Die sind gefangen. Und können wir den Scheiß hier entfernen und dann sind sie alle am Ziel. Geil gelöst oder geil gelöst? Seid ehrlich. Das war jetzt nicht das einfachste Level. Wir haben es geschafft. War cool. War richtig komplex. So will ich das sehen. Wahrscheinlich nicht die perfekte Wertung. Doch. Läuft bei mir. Langsam ist raus. 102 Sterne. Kriege ich jetzt einen Keks, weil ich über 100 Sterne habe? Was lustig wäre, wenn es 120 Sterne geben würde, wie bei Super Mario 64. Aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Es gibt auch mehr als 120 Sterne. Oh, ein Pookie. Ein Pookie. Den können wir ganz einfach besiegen, indem wir hier eine Plattform erscheinen lassen. Beziehungsweise eine Leiter. Leiter nach unten oder Aufzug nach unten, eher gesagt. Das ist eher so ein Lift. Lift nach unten. Lift Apfelschorle. Können wir den Pookie weghauen. Dann würde Pauline auch hier runterfliegen. Würde zu Mario kommen. Aber ist das gut? Ist das gut? Ich glaube nicht. Doch, doch. Die könnte den dann einsnacken. Könnten beide hier hoch. Beide hier hochgehen. Was würde das bringen? Was ich mal auschecken muss, ist... Wie weit das Trampolin kommt, das weiß ich jetzt nicht. Kann ich nie riechen, Freunde, tut mir leid. Er kommt da hoch, okay. Das ist gut zu wissen. Na, mit weiteren Trampolin könnte er dann dahin, dann geht's... Boah, ist aber auch wieder so kompliziert, Junge. Das ist ja auch wieder so kompliziert. Das ist ja echt schwierig geworden, das Spiel. Hätte ich nicht gedacht, das ist so mega... Kinderfreundlich, mega einfach. Denkste. Kinders. Ich den jetzt aber hier hochspringen lasse. Ja gut, dann fehlen mir hier die Teile, ne? Ich muss erstmal jetzt Pauline losschicken. Die haut den Pookie zu Brei. Sie haut ihn zu Brei. Jetzt kann er losgeschickt werden. Bam, Pookie down. Jetzt haben wir genug Teile oder auch nicht. Wir haben nicht genug. Doch, haben wir. Alles klar, dann geht der nicht hier runter. Mit dem Lift kommt er dann wieder hoch. Wobei, wir brauchen den Lift gleich, ne? Wir brauchen den Lift. Weg. So ist besser. Dann sind die weiter zusammen. Genau. So wird's gemacht, I guess. Weil jetzt gehen sie in die richtige Richtung. Dann brauchen wir natürlich hier noch ein Trampolin. Und dann brauchen wir hier gleich noch einen Lift. Dann fallen die hier runter. Und dann brauchen wir richtig krass viele Treppen oder was. Was zum Geier, wie viel brauchst du denn hier? Ist ja insane. Ich muss die ganze Scheiße hier weg, Mann. Okay. Das kann interessant werden. 10 Teile braucht's dafür. Ja, wenn ihr sonst keine anderen Probleme habt. Runter. Und jetzt. Resident Sleeper Aufzug. 100 Jahre später. So viel später, dass der alten Erzähler zu langweilig wurde und meinen neuen bestellen musste. Hey, Pookies hätten auch Shy Guys sein können. Ich find's schön, dass Pookies sind, weil wir jetzt in der Wüste sind, aber die haben halt keine besonderen Eigenschaften oder so. Sind nicht gefährlich, also sterben halt auch ganz normal durch den Hammer. Wow, das war ein toller Level, hat mir sehr gefallen. Mit dieser Riesenleiter, mit diesem Riesenaufzug da. Not bad.
16.020 Punkte und es reicht nicht für Gold. Wollt ihr mich natzen? Ich mach's offscreen, bis gleich. Das hat's noch nie gegeben. Ich dachte, 16.000 ist immer safe Gold. Nee, nee. Nix. Ja, ich weiß, woran es gelegen hat. Man hatte am Ende nochmal die Möglichkeit, einen Trampolin zu setzen. Und ja, dann waren die quasi direkt ganz oben auf der Leiter, mussten sie nicht von ganz unten nach ganz oben. Ich habe ja eben gesagt, Resident Sleeper Aufzug, ja, es hätte nicht so sein müssen, indem man vorher einen Trampolin dahingestellt hätte. Das hat schon gereicht für Gold. Okay. 5-4. 5-4. Alter, was ist das? Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Ja, hier muss es auf jeden Fall schon mal runtergehen. Eine andere Option haben wir ja nicht. Doch, Röhre haben wir als Option. Dann mache ich erstmal alles weg. Röhre würde bedeuten, dass wir in diese Richtung gehen. Das würde bedeuten, dass wir Peach retten würden. Ist wahrscheinlich schon mal richtig. Dann würden wir Peach retten. Peach, mit Peach könnten wir dann hier runter, klar. Dann würde es hier weitergehen. Wäre der Mario schon mal zu Hause. Das fühlt sich so falsch an. Ich weiß nicht. Hier können wir den Toad retten. Was bringt das? Scheiß bringt das. Das Blöde ist, dass die hier alle so runterwurzeln. Und ich kann das nicht so machen, oder? Das geht nicht. Nee. Das ist auf jeden Fall schon mal falsch. Peach wollen wir noch nicht als erst retten. Da ist besser, die Pauline zu retten. Wie kriegen wir das denn hin? Können wir das so machen? Nee. Muss man vor rechts kommen. Aber das funktioniert doch gar nicht, sag mal. Wie willst du denn zu Pauline überhaupt hinkommen? Das kann gar nicht gehen. Doch. Du musst vor rechts in irgendeine scheiß Röhre kommen. In diese wahrscheinlich. Ja gut, du kommst ja auch in diese Röhre rein. In so vor rechts sehe ich gerade. Zack. Würde ich hier runterkommen, würde ich die schon mal mitnehmen. Würde auch bedeuten, dass ich hier diese Münzen kriege. Dann würde ich hier runterfallen. Dann hätte ich wieder die Möglichkeit, in die Röhre zu gehen. Von rechts natürlich. Hier von rechts in die Röhre gehen, würde ich auf jeden Fall die Mario-Münze mitnehmen. Bringt aber nichts für die Rettung des Toads. Und Toads zu retten, kann man nicht die Röhre verwenden. Weil wenn man in diese Röhre geht, ist die einzige Röhre, die man betreten kann, kommt man immer, dann gehst du immer von der Röhre aus nach links, nie nach rechts zum Tod. Das ist das Problem. Das heißt, man muss wirklich diesen umständlichen Weg nehmen. Und dann hier hoch zum Tod. Das Geile ist, wenn du dann zwei, Minis hast, kannst du der einen Mini sagen, ja, du holst die Münzen und der andere... Dem sagst du, ihr geh mal hoch zum Tod. Würden die hier runterfallen? Das würde dazu führen, dass Pauline schon mal weg ist. Das Problem, was ich hier habe, ist. Kommen die über die Stacheln? Wahrscheinlich so, ne? Dann gehen die ja in diese Richtung. Dann könnte ich die auch wieder theoretisch runterschicken. Aber der Tod, der muss ja hier hoch. Das ist das Problem. Aber der geht dann ja auch nach links, eigentlich. Alle für sich. Und die Peach, wie kriege ich die dann ins Haus? Das ist auch so ein kleines Problem. Vielleicht sollte ich doch erst die Peach dann retten? Wenn ich erst die Peach retten will, würde das so aussehen. Geht hier runter, schnappt sich Peach. Ist hier irgendwo noch was verbaut? Ja. Schnappt sich Peach. Betritt diese Röhre. Beide gehen nach links. Peach schon mal im Haus. Brauche ich mich um die nicht mehr kümmern. Ja, ich glaube, das ist schon mal richtig so. Wissen nicht, was daran falsch sein sollte. Doch. Ernsthaft? Der funktioniert das ja ganz anders als erwartet. Wie kriege ich dann die Peach? Nehme ich das so ganz einfach mal. Lol. So kriege ich die Peach. Dann drehen die hier und gehen dann in die Röhre. Ja, jetzt ist es gleich normal, Mann. So geht's ja. So bekommen wir die Peach. Die dreht, geht in die Röhre. Ich
dreh auch gleich, aber gleich durch, weil ich schon wieder hier Mist gebaut habe und die Leiter nicht weggemacht habe. Alles klar, jetzt nochmal. 1000 Anläufe werden wir hierfür wohl brauchen. Aber dann haben wir's. Nach 100 Millionen Anläufen haben wir's. Ist das nicht schön? So, jetzt hier Mist weg. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir safe nicht mehr. So, die ist jetzt im Tor. Ihren Zuhause. Geht direkt ins Pilzschloss rein von Peach. So, dann machen wir es so. Dann fallen die hier runter, geht's in diese Röhre dann rein. Das Problem ist, die werden dann nach links gehen, ne? Dann muss ich das so umständlich machen. Das so richtig ist, weiß ich nicht. Aber wie soll es anders gehen, ganz ehrlich? Wie soll es anders gehen? Ah, indem ich hier hätte runtergemacht. Nochmal, da bin ich nicht mehr zufrieden. Ah, das ist eine harte Nuss. Das sage ich euch, das ist eins der heftigsten Level bis jetzt. Das ist einfach so viel Chaos. Vier Minis und drei sind gefangen, ey. Da musst du auch echt erstmal durchsteigen. Ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut, Freunde. Das ist nur eine kleine Map hier. Kleines Puzzle. Aber ein schweres Puzzle dafür. Das kann ich euch garantieren. So, das so. Da geht's hoch für die Münzen. Ist einfach Fakt. Und dann müssen wir hier schnell sein. Wir müssen das da runterziehen. Und das hier weg ist. Kann man das schon hierfür verwenden. Es geht sich sogar aus. Perfekt. Dann geht's hier runter. Jetzt müssen wir schnell sein. Weg, 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 weg. Mit dem Mist. Hier hoch. Ne, ist der Mario aber auch schon weg, sehe ich gerade. Das ist jetzt nicht so klasse. Was soll ich dagegen tun, ne? Dann ist der Mario schon weg. Wir müssen hier jetzt hoch. Für den Tod. Boah, ich drehe halt diese Ehrenrunde. Ich glaube, ich drehe die Ehrenrunde. Nein, kann ich ja nicht. Da ist die ja im Haus. Oh, RIP, ey. Wie schwer ist das, sag mal. Das Level ist so abnormal insane. Das ist unfassbar. Das ist ja richtig scheiße. Dann muss ich mit dem Toad die Ehrenrunde drehen, weil es mit der anderen nicht geht. Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, das wird nix. Zumindest das nicht mit dem goldenen Rang. Holy fuck. So heftig schwer. Okay. Mit Pauline passt das ja soweit. Den Scheiß weg, den Scheiß hier hin. Zack, die fallen runter. Da geht's lang, da geht's lang, da geht's hin. Okay. Hier brauchen wir das. Hier brauchen wir das. Und da brauchen wir auch ganz sicherlich noch das. Weil wenn die ins Tor ist, habe ich keine Minis mehr, dann kann ich den Toad ja nicht befreien. Wir gewinnen ja nur, wenn alle ihre Tore erreicht haben. Das ist das Problem dabei. Habe ich eben einmal kurz nicht dran gedacht. Und das war schon mein Ende. Quasi. Nein! Oh nein! Na gut, es geht noch. Dann dreht er jetzt halt die Ehrenrunde. Wir schnappen uns die Coins. Ich frage mich allerdings... Ja, so müssen wir das machen, ne? Ja. Wir brauchen hier eine Röhrenverbindung. Das... Nein! Oh Mann! Fickendreck! Was ist es? Nochmal schwer. Ich weiß immer noch nicht, wie das gehen soll. Das ist viel zu kompliziert und umständlich. Ich glaube, die Peach, die dürfen wir noch nicht so früh losschicken. Die Peach muss erst ihre Runde da drehen. Das ist viel zu langwierig. Kannst du knicken, Alter. Planänderung. Die Peach, die brauchen wir. Die kann das schon mal alles machen. Die kann das schon mal machen. Die kann den Toad holen. Pass mal auf, pass mal auf. Wir probieren jetzt mal was. Peach befreit. Mario ins Tor, ab dafür. Hä, jetzt gehen die in die Röhre? Das geht? Das wusste ich jetzt auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann wäre es ja doch so gegangen mit dem Toad. Nee, doch nicht. Ist alles okay. Hätte trotzdem nicht funktioniert. So, die Peach schnappt sich jetzt den Toad. Hoch da, hoch da, hoch da.
Machen wir hier die Verbindung. Dann geht's hier nochmal hoch. Das machen wir weg. Bringt uns nichts mehr. Eine Ehrenrunde, please. Please, eine Ehrenrunde, please. Do it for me. So, die Peach kann ich jetzt schon hier runter. Die kann schon mal hier runter. Machen wir jetzt hier die Röhre hin. Ne, falsch. Wir machen hier das so. Dann gehen die hier in die Röhre. Drehen eine Runde. Und dann müsste das... Nein. Ja, genau. Dann müsste das jetzt passen mit dem Tod. Der geht jetzt nicht hier raus. Nein, der geht aber in eine falsche Richtung. Warum das denn? Wie zum Geier kriege ich das hin, dass der Toad in die richtige Richtung geht? Das ist mir ein Rätsel. Ein Rätsel, was ich echt nicht lösen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie die sich das gedacht haben. So, jetzt können wir die zwar befreien. Schön und gut. Aber was bringt's? Ich komme ja nicht dahin, wo der Toad hin soll. Das bringt mir alles nichts. Toad befreit, fällt runter, dreht eine Runde, guckt dann in diese Richtung. Der ging ja nur hier weit. Ah, es ist doch, glaube ich, so zu machen. Ich hab's zu kompliziert gedacht. Komm, wir versuchen das nochmal, wie ich es am Anfang hatte. Oh, ist das ein schweres Level. Das ist das schwerste Level, was wir bis jetzt hatten. Bei weitem. Bei weitem, liebe Freunde. So, den Scheiß weg. Boah, ich hoffe, ey, jetzt funktioniert das. Den Scheiß hier hin. So. Oh mein Gott. Ja, danke. Noch rechtzeitig geschaltet. Fast vergessen, ne? So, dann fallen die hier runter. Sehr nice. Den Scheiß brauchen wir nicht mehr. Müssen wir hier eine Verbindungslinie schaffen. Ein Aufzug quasi. Dann geht's hier hoch. Und jetzt ist wirklich Pauline gefragt. Die muss das machen. Die muss es schaffen. Tod befreien. Er ist befreit. Kommt hier runter. Wir müssen jetzt erstmal die Coins holen. Wir müssen hier diese Ehrenrunde drehen. Geht nicht anders. Und wenn ich das dann hochziehe, dann müsste das doch eigentlich klappen. Oder etwa nicht. Er guckt ja jetzt in die richtige Richtung. Ist es so zu lösen? Ja, ist es. Oh Gott, Freunde. Oh, ich glaube, es reicht nicht für die beste Wertung. What? Wie soll man das denn noch schneller machen? Das werde ich mir nicht antun. Muss ich leider. Freunde, bis gleich. Oh, Freunde, es war so schwer. Ich muss eine ganz andere Route jetzt mir zurechtlegen. Oh mein Gott, das war wirklich sehr kompliziert. Das glaubt ihr nicht, so kompliziert, dass ich es euch nochmal zeigen werde. Guckt euch mal diese Scheiße an. Man muss es so machen. Die Röhre, die ich immer verwendet habe, hat am Anfang überhaupt keine spezielle Bedeutung, habe ich rausgefunden. Ich muss tatsächlich das so machen. Ich kann so zum Tod sofort hin. Da muss man jetzt erstmal drauf kommen. Den Scheiß kann ich erstmal wieder entfernen. So, jetzt pass mal auf. Oh, du musst jeden scheiß Schritt hier bedenken. So kriegt der Mario direkt hier die Münzen. Brauche ich keinen Umweg nehmen. Zack, zack. Klar, das muss halt so gemacht werden. Dann ist der schon mal drin. So, jetzt gehen die hier runter. Das kann ich entfernen. Das kann ich gleich auch entfernen, sobald der Mario da ist. Die gehen hier raus. Da ist die Peach auch schon mal am Ziel. Zack, weg mit dem Müll. Weg mit dem Dreck. Weg mit dem Müll. So. Die hat ihr Ziel erreicht. Das heißt, hier kann die Verbindung geschaffen werden. Dann gehört natürlich hier erstmal die Röhre hin, damit wir zu Pauline kommen. Die werden wir jetzt befreien. Dann drehen die hier nochmal die Ehrenrunde. Und jetzt kommt das absolut krasseste, woran ich am längsten gegangen habe. Das muss weg. Und jetzt müssen die nochmal hier rauskommen, Freunde. Und dann muss diese Röhre hier entfernt werden. Ja.
Die muss weg. Hier muss sie hin. Und so wird's gemacht. Was ist das? Das ist mal richtig schwer. Wer kommt auf so eine Scheiße? Ich komme auf so eine Scheiße. Nach 100 Jahren überlegen. Bin eine halbe Stunde hier dran gesessen. Kein Witz jetzt. Das Level hat mich jetzt abgefuckt. Das war auch mit Abstand das Schwierigste, was wir bisher hatten. Richtig kompliziert. So kriegt man auf jeden Fall die 3 Sterne. Das muss ich euch zeigen, weil es so bizarr ist. Das war wirklich nicht mehr normal. Das war absolut nicht förderlich. Guckt's euch an. So wird's gemacht. Heftig, ey. Richtig, richtig heftig. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Part ist. Ich werde mir erstmal einmal anschauen, weil ich glaube, das Level hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Weiß nicht, ob wir da noch was schaffen. Ich guck mal kurz.